Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rise of the Tomb Raider. Den einen Punkt, den wir da noch hatten, den habe ich gerade mal so vergeben. Ah, da war noch ein Zettelchen versteckt. Doch genau da. Hallo, Zettel. Jemand ist hier eingebrochen. Mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt. Kannen mit Öl und Wein umgestoßen. Und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte. Nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen. Selbst vor unseren Brüdern. Vielleicht war sie auch eine Schwester. Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich glaube, das wird nichts. Okay. Ich sag dann mal Tschüss. Okay. Also müssen wir uns erstmal hier das Paddelboot hier ranholen, ja? Sehe ich das richtig? Und bei der fetten Strömung hält überhaupt das Seil? Nee, nicht da rein. Schön hier bleiben. Aber kann ich hier hin? Wenn ja, gibt's hier irgendwas. Oder wie für den Fährmann. Wie kann das Boot das aushalten? Vielleicht sollte ich ein bisschen näher hier ran. Komm her, Boot. Ach, da bist du ja schon. Schön hier bleibt. Wieso habe ich das Gefühl, das klappt nicht? Weil sich das Ding nicht dreht. Warum dreht sich das nicht? Ja. Gut. Kann ich auf das Seil drauf? Nein, kann ich nicht. Tschüss. Ach komm, so tief war das jetzt gar nicht. Hm, das dreht sich doch. Aber das ist wohl nicht stark genug. Dann ist noch ein Boot. Wie kriege ich das Boot? Da, warte mal. Aber das wird wieder nicht klappen. Aber das ist aber ein anderes Boot. Das ist ein wir alles gleich. Aha. Falsch. Verdammt. Wie kriege ich dieses Boot dazu, dahin zu fahren, wo ich es haben will? Sonst noch irgendwas? Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Ja, es gibt schon noch. Das habe ich gar nicht gesehen hier. Moment, das brauche ich noch. Wir mögen fern der Heimat sein,
Aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Also ich glaube, das ist schon so richtig, aber ich war wahrscheinlich nicht gut genug dafür. Vielleicht gleich mal von hier versuchen drauf zu hüpfen. Dann ist das Ganze auch nicht so weit weg. Jetzt ein X. Na, ja, geht doch. Teil hier gemanagt. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Das sieht mir auch so zum Plündern aus. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Ja, ist schon hübsch, das Ding. Gib mir hier den Pilz, brauche ich nicht. Okay, alles klar. Dann auf das Buch. Und was haben wir gelernt? Anatomiekenntnisse. Okay. Grab abgeschlossen. Da ist ja noch eine Kiste. Und noch was zu lesen. Ah, Schätze aufdecken. Ich würde gerne darüber, da hinten ist bestimmt interessant. Einfach nur um zu gucken. Aber das wird mir wohl verwehrt bleiben. Hm. Sieht so aus. Die Tür ist auch zu. Und sonst gab es hier nichts mehr. Oh, da unten ist ein Pilz. Moment, da oben geht's noch wohin. Das ist ein Durchbruch. Schau mal, guck. Also ne, das ist keine. Wir müssen erst dann draus machen. Aber. Aha. Das ist also der Weg hier. Interessant. Sonst gab es hier nichts mehr, oder? Nee. Dann krauchen wir wieder da hoch. Hoch, hoch, hoch. Immer schön die Treppe hoch. Ah, nee, das war was anderes. Falsche Abteilung. Nee, da gibt es sonst nichts. Und wieder erfolgreich ein Grab geplündert. So, leuchtet noch irgendwo was? Außer deine Hand. Geothermistal.
Ich habe ein Grab von euch geplündert. Was gibt's denn hier noch? Ein neues Basislager. Und was zu lesen. Kann ich das schon lesen? Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Aha. Moment, hier Kiste. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Schön, schön. Wir haben hier was für... polierter Bolzen. So, dann zeig mir mal die Karte. Okay, hier scheint es uns nichts zu geben. Na, da hinten ist ja noch ein bisschen Münzverstecke. Ah, schau, was es sonst noch gibt. Den hat mir gerade gelesen. Dann haben wir hier noch das da. Und hier haben wir einen Rucksack. Was kriegen wir doch Schönes? Warte mal. Was soll ich denn damit? Falsche Knarre. Ich wollte die nicht ausrüsten, ich wollte die nur... Was haben wir denn da? Maschinenpistole. Die hätte ich gerne, dankeschön. Ja, besser. So, was haben wir denn hier noch? Ich würde mich ja gerne... Komme ich denn da drüben irgendwo hin? Bringt mir das irgendwas? Sieht nicht so aus. Wo geht's hier hin? Hier ist auch nichts. Ah, hier ist noch was. Aha. Ihr kleinen Verstecker. Ups, renn da. Komm, dreh dich um, Mädchen. Wir haben es eilig. Nein, eigentlich haben wir es nicht eilig. Wir haben alle Zeit der Welt. Irgendwas übersehen hier? Nein. Finden Sie einen Weg zur Akropolis? Ich würde sagen, wenn da steht, dass hier die Akropolis ist, dann habe ich diese unheimlich schwere Quest schon gelöst. Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Nein, wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Erstmal müssen wir uns hier das Ding hier angucken. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach.
Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Also mal schön, wenn einer behauptet, dass er nicht für Gott spricht, sondern für sich selber oder... Auf jeden Fall nicht unbedingt für Gott. Ja, ich bin jetzt kein sonderlich gläubiger Mensch oder überhaupt gläubiger Mensch, aber ich finde es immer sehr anmaßend, wenn du schon an ein höheres Wesen glaubst, meinen zu können, dass du für ihn sprechen kannst. Warte mal. Hier, vorwärts hier. Irgendwohin absaufen. Lieber mal springen. Geht's hier denn irgendwo hin? Nein. Ich glaube, da geht's nur in den Tod. Ja, da bin ich mir sogar mittlerweile sehr sicher. Hier auch irgendwas, was ich vielleicht übersehen haben könnte. Ist dafür ein komisches Zeichen drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob wir weiter hoch müssen oder ob wir da runter müssen. Okay, runter nicht. Also nach oben. Einmal schön im Kreis krabbeln. So, wir sind da. Treten Sie die Akropolis. Ja. Hiermit. Wäre besser. Mal kurz gucken. Ja, na dann. Ja, das geht doch gleich. Nie, nicht schon wieder tauchen. Zwölf Uhr mittags. Zeit zum Essen gehen. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ja, dachtest du wirklich, dass die... da unten ist eine Kiste. Dachtest du wirklich, dass die mit den Helikoptern da nicht früher da sind als wir? Sei mal ein bisschen realistisch, Mädchen. Und da ist sie. Ach, das ist so eine Kiste. Teil einer schweren Pistole. Aha, wir können also jetzt dazwischen Spezialmunition wählen. Gestrüpp. Dann sammeln wir erstmal Gestrüpp ein. Haben wir irgendwas auf der Karte hier, was nützlich ist? Nee, nur das Lagerfeuer. Und, okay, davon haben wir voll. Jetzt nochmal Gestrüpp. Blätter. Muss ich mal hingehen, damit wir den auch bekommen. Ich will antworten, aber welche Wahl habe ich jetzt? Ich kann Trinity diese Leute nicht auslöschen lassen. Es gibt Grenzen, die ich vor langer Zeit überschritten habe, und es gibt kein Zurück. Kein Löschen der Vergangenheit. Sie ist immer bei mir. Ich muss ihnen helfen. Es ist klar, dass Jacobs Leute für ihn sterben würden und er für sie. Solche Loyalität ist selten. Und sie hier zu finden am Ende der Welt, ist wirklich erstaunlich. Wenn ich für sie kämpfe, vertraut Jacob mir vielleicht genug, um mir alles zu erzählen. Ich glaube, wir sollten hier mal ein bisschen was rein investieren. So, was sagt denn unsere Karte?
Hier gibt es Pfeile und Äste. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nicht irgendwas Brauchbares. Rumlaufende Hühner. Oh Gott, nein. Warte mal, da ist Zeug. Kann mir lesen. Die Kreaturen dieses Tals waren uns einst unbekannt. Aber jetzt sind sie ebenso unsere Brüder und Schwestern wie jeder Blutsverwandte. Ihr könnt viel über die Kreaturen des Tals von den Jägern lernen, aber für sie ist der Tod von Wert. Wir müssen auch die Geschenke unserer Brüder erkennen, wenn sie noch leben. In den Nestern der Vögel findet ihr Federn, die die Pfeilmacher gebrauchen können. Bittet um das, was ihr braucht. Das Tal gibt es euch. Warte, ich muss hier noch die Kiste aufmachen. Gewehr. Was für ein Gewehr? Moment, das muss ich jetzt kurz wissen. Wo war das Basislager? Irgendwo hier. Falsch hier. Goldfang. Ein Repetiergewehr, das heißt, das hat immer nur einen Schuss. Ja, das ist ein Problem. Mit nur einem Schuss. Also eigentlich mag ich es ja, weil die Dinge haben in der Regel einen ziemlich guten Durchschlag und das reißt die Gegner meistens weg, aber das ist genau auch wieder das Problem. Nach dem einen Schuss hast du wieder 1000 Jahre Nachladezeit. Nicht schießen! Ein verfehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Wie ist unser Status? Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht in den Tunnel nach einer Spur des Atlas. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen Munition sparen. Okay, das scheint hier der Chef zu sein von dem Haufen. Da ist ja noch eine Kiste. Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Ich wollte mal was ausprobieren. Bis jetzt hatte ich ja immer angefangen zu suchen oder zu untersuchen, während die noch gequatscht hat. Letztes Mal habe ich das geschafft, indem ich das abgewartet habe, bis die fertig ist mit Quatschen. Vielleicht liegt es ja daran. Sie ist leer. Also das scheint wieder geklappt zu haben. Also liegt es tatsächlich daran, wenn ich untersuche, während die noch am Quatschen ist. Sei mal nicht so laut, Mädel. Warte mal. Wo läufst du lang? Aufgabe ist ja da reinzukommen. Mal schauen, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ah, Moment, hier war was. Sehe ich das? Nee, sehe ich hier nicht auf der Karte. Bevor wir uns ins Getümmel stürzen, würde ich gerne hier noch ein bisschen den Kram absuchen. Schriftrolle. So. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion.
Höchstens jeder Dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen, oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Ja, wenn ihr da mit irgendjemandem im Krieg seid, könnt ihr... Dann wird schon eng, ja. Jetzt komme ich da irgendwie auch anderweitig hin. Oder muss ich jetzt hier wirklich so hier da durch? Komme ich hier auf das Dach? Ja. Aber hier ist eine Alpha-Wand. Ich kann mal versuchen, den da hinten. So, noch irgendwer? Sieht nicht so aus. Ja, Kollege, habt ihr euch mit der falschen Frau angelegt. Und da liegt noch einer. Moment, hier ist noch was zu suchen. Hier noch einer. Und der da. Dem hatten wir ein bisschen Röstfleisch gemacht, also von daher ist das schon so in Ordnung. Und ich brauche ich gerade nicht. Oh, Pfeile habe ich gerade gebraucht. Ich verstehe noch nicht, ich wollte eigentlich ursprünglich Brandpfeile, aber das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier immer noch Gestrüpp brauchen wir nicht. Alles klar. Haben wir hier noch Pfeile? Haben wir hier sonst noch irgendwas? Sieht aber nicht so aus. Na, hier sind noch Pfeile. Aber wir sind voll. Gut, dann würde ich sagen, soll es für diese Folge gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Balasch.